Vielen lieben Dank für die Einladung und die Vorstellung. Ich bin ja schon sehr lange hier, aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in 10 Minuten Soziologie sprechen darf und da freue ich mich sehr drüber. Wie Sie unschwer gemerkt haben, bin ich nicht Manuela Klaut. Also falls Sie jetzt gekommen sind und wollten auf den Straßen von Captain America hören, muss ich Sie leider enttäuschen. Das kann ich nicht. Aber stattdessen spreche ich über Derrida-Bewegung in der Lehre. Wir haben getauscht, dass also Captain America auf den Straßen von Captain America gibt es am 30. Mai. Genau, vielen lieben Dank. Als erstes möchte ich sprechen, ich bin ja Philosophin, ich hoffe überhaupt, dass das passt, was ich hier beitragen kann, zu 10 Minuten Soziologie, über Dekonstruktion als Bewegung. Der Begriff der Dekonstruktion, den Derrida in seiner Schrift de la Grammatologie, also der Grammatologie, 1967 eingeführt hat, bezeichnet keine philosophische oder sozialwissenschaftliche Methode, wie das manchmal gedacht wird, oder eigenständige Theorie, sondern eine Arbeit, eine Praxis der Arbeit mit und an Texten. Auch wenn viele Leute die Dekonstruktion oft als Methode bezeichnen, ist sie, würde ich immer sagen, eine Praxis oder eben eine Bewegung. Dekonstruktion als eine Bewegung, die nicht immer in der gleichen Art anwendbar ist, weil sie sehr, sehr kontextunabhängig ist. Also manche Leute, Kollegin Iris Dermann, meine Kollegin, sagt immer, es gibt nicht die Dekonstruktion, es gibt nur bestimmte Dekonstruktionen bestimmter Texte. Jonathan Culler schreibt, Dekonstruktion ist keine Theorie, die Sinn definiert, um Anweisungen zu geben, wie man ihn findet. Als kritische Aufhebung der hierarchischen Gegensätze, von denen Theorien abhängen, weist sie die Schwierigkeiten jeder Theorie auf, die Sinn eindeutig definieren möchte. Als Intention des Autors, als determiniert durch Konventionen, als Erfahrung des Lesers. Zitat Ende, Culler. Also, der Sinn eines Textes ist weder durch die Intention einer Autorin, noch durch Konventionen, noch als Erfahrung einer Leserin festzulegen, sondern den Sinn eines Textes kriege ich eigentlich raus, indem ich einen Text lese, als Praxis, indem ich mit dem Text was tue, was mache. Derrida selbst hat die Dekonstruktion als eine Haltung beschrieben, sie aber nie definiert, passt ja auch, was der Bewegung der Dekonstruktion eben auch entgegenstehen würde. Dekonstruktion ist, könnte man sagen, eine bestimmte Aufmerksamkeit auf Strukturen und Konstruktionen und gleichzeitig der Versuch ihrer Demontage. Dekonstruktion ist entstanden als Wort durch Heideggers Versuch, das Wort Destruktion aus Heideggers Texten zu übersetzen. Wenn Heidegger davon spricht, die Metaphysik des Abendlandes zu destruieren. Und da hat Derrida gemerkt, also das zu destruieren, wenn man auf Französisch dann destruieren übersetzt, klingt das falsch. Also die Metaphysik des Abendlandes destruieren funktioniert so nicht auf Französisch, sondern hat dann von nicht von Destruction, sondern von Dekonstruktion gesprochen. Also nachvollziehen und im Nachvollzug kritisieren und destabilisieren. Da die Dekonstruktion einen Text gleichzeitig immer wiederholt, verändert sie ihn auch jedes Mal, ohne dabei aber einen ganz neuen Text zu schreiben. Also es geht um eine Bewegung der Kritik und Transformation von Texten in der Arbeit an Texten. Also zunächst mal was ganz Philosophisches. In Derridas Verständnis ist Text allerdings mehr als das geschriebene oder gesprochene Wort. Alles kann als Text begriffen werden, auch soziale Institutionen oder soziale Situationen. Mit der Operation der Dekonstruktion versucht Derrida, stabile Bedeutungen zu destabilisieren und die untergeordneten und ausgeblendeten Bedeutungen eines Textes oder eines Begriffs sichtbar zu machen. So, ganz grundsätzlich, total kurzes Plädoyer dafür, Dekonstruktion als Bewegung zu verstehen. Und jetzt möchte ich gerne anschauen, was es heißen kann, die Lehre, die universitäre Lehre, also das, was wir hier an der Universität tun, wir Lehrenden, wenn wir lehren, wenn wir unterrichten, unter der Perspektive der Dekonstruktion als Bewegung zu betrachten. Von Derrida gibt es Schriften, die sind erschienen unter dem Titel Qui a peur de la philosophie, also wer hat Angst vor der Philosophie, wer fürchtet sich, muss ich sagen auf Deutsch, ne? Wer fürchtet sich vor der Philosophie. In englischer Übersetzung erschienen als mehrere Bände unter dem Obertitel Who's Afraid of Philosophy? Right to Philosophy, also das Recht auf Philosophie. Da gibt es mehrere Bände und in dem Band Right to Philosophy 1 denkt Derrida im Sinne der Dekonstruktion als Bewegung über die universitäre Lehre nach. Der hier zentrale Text heißt Where a teaching body begins and how it ends.
Also er spricht über den Lehrkörper und zwar in sehr unterschiedlichen Verständnissen. Also der Lehrkörper ist ja die Gruppe von Lehrenden an einer Universität, aber ich kann auch sagen, der Lehrkörper ist das hier, also wie ich jetzt körperlich hier stehe und was Sie sehen und was auch verletzt werden könnte, wenn Sie jetzt hier ein Attentat begehen und mich angreifen oder sowas. Also auch das ist ja ein Lehrkörper, wenn ich hier stehe und zu Ihnen spreche. Also where a teaching body begins and how it ends. Es gibt auch in deutscher Übersetzung, das ist ziemlich verwirrend, 3 Bände vom Recht auf Philosophie, aber da sind jeweils andere Teile drin, andere Texte übersetzt und denen gibt es so nicht auf Deutsch. Deswegen nehme ich hier die englische Übersetzung und möchte Ihnen jetzt in der zweiten Hälfte der Zeit einen Textabschnitt, ein Zitat zeigen, das mir sehr viel bedeutet und was ich glaube, was gut in diesen Kontext hier passt. Das beginnt, also der Text überhaupt, Where a teaching body begins and how it ends, beginnt mit dem Satz, der steht da so ganz alleine, here for example is not an indifferent place. Also hier, jetzt, wo ich jetzt bin, hier zum Beispiel, dieses hier, ich könnte ja auch hier hingehen, dann ist ein anderes Example, here for example is not an indifferent place. Also hier ist kein, here is not an indifferent place. Was heißt das? Bevor er uns das weiter erklärt, kommt ein ganz langer, komplizierter Absatz, wo er sagt, one must not forget that. One must, und dann sagt er, one must not forget that, und dann kommt eine ganz lange Reflexion, was ist eigentlich typisch Derrida, Dekonstruktion, Bewegung, was es eigentlich heißt, wenn ich sage, one must, man muss, also man darf das nicht vergessen. Und jetzt kommen erstmal 10 Zeilen, eingeschoben in Klammern, das möchte ich gerne dazu sagen, das ist typisch Derrida, dass er immer so Abschweifungen macht, könnte ich ja als in der Vorlesung auch machen, dass ich eine ganz lange Abschweifung mache, dann komme ich wieder zurück und alle sind schon genervt und denken, wann geht das endlich weiter. So was macht er hier in dem Text, one must, und jetzt kommt in Klammern, try first of all just to see a discourse without one must, and not just without an obvious one must, one that is visible as such, but without a hidden one must. Also eine ganz lange Reflexion darüber, was es heißt, man darf oder man muss, man darf nicht. Das geht, ich habe hier eine Auslassung gemacht, das geht noch 10 Zeilen so weiter, bevor dann der Hauptsatz zu Ende geht und Derrida sagt, one must therefore avoid naturalizing this place. Also man soll es vermeiden, diesen Platz, das hier, an dem jemand steht, an dem ich stehe und lehre, zu naturalisieren. Also hier ist kein indifferenter, not an indifferent place und man soll diesen Platz auch nicht naturalisieren. Denn naturalizing always, very nearly at any rate, also mehr oder weniger, auf jeden Fall, naturalizing amounts to neutralizing. Also jetzt redet er über naturalisieren und neutralisieren, was man mit dem Nachdenken über die Lehre nicht machen soll. Was heißt das? Bleibt immer noch sehr abstrakt, dieser Beginn des Textes. Also er schraubt sich aus so unterschiedlichen Schlenkern in Bewegung auf sein Thema hin und sagt dann, erklärt uns, was er mit naturalisieren meint, by naturalizing, by affecting to consider as natural what is not and has never been natural, one neutralizes. Also ich neutralisiere etwas, wenn ich etwas, das eigentlich nicht natürlich ist, als natürlich hinstelle, als ob es nicht anders sein könnte. One neutralizes what? One conceals rather in an effect of neutrality the active intervention of a force and a machinery. Also wenn ich etwas neutralisiere oder naturalisiere, tue ich so, als ob etwas neutral wäre, was in Wirklichkeit nicht neutral ist, sondern das Ergebnis von aktiven Interventionen, von Kräften, von Mächten, von Machtprozessen und von einer regelrechten Maschine. Das Ganze, werden Sie sagen, ist ja immer noch total abstrakt. Wo kommt jetzt eigentlich die Lehre ins Spiel? Und das macht er im nächsten Absatz. Jetzt sagt er nämlich, was das, diese ganze abstrakte Überlegung, mit dem Lehren in einer Institution zu tun hat. By passing off as natural and therefore beyond question and transformation, by passing off as natural the structures of a pedagogical institution, its forms, norms, visible or invisible constraints, settings, the entire apparatus that determines that institution right to the center of its content, and no doubt from the center,
one carefully conceals the forces and interests that, without the slightest neutrality, dominate and master the process of teaching from within a heterogeneous and divided agonistic field, racked with constant struggle. Also er beschreibt mit ganz viel Engagement, dass diese Situation, in der universitäre Lehre stattfindet, eben keine neutrale, selbstverständliche, natürliche ist, sondern eine, wo man sich klar machen muss, dass da ganz viele Mächte und Interessen und Kräfte arbeiten. Können Sie sagen, klar, erleben wir doch jeden Tag. Trotzdem ist es wert, darüber nachzudenken und nicht zu denken, diese Situation, in der ich stehe und lehre, ist einfach überall auf der Welt zum Beispiel dieselbe, in jeder universitären Einrichtung dieselbe, in allen Universitäten funktioniert es anders, in allen geohistorischen Kontexten funktioniert das anders, was wir unter Lehre zu verstehen haben. Every institution, und dann relativiert er auch wieder, dass Institution eine Verallgemeinerung ist, dazu sage ich jetzt aber nicht viel. Every relation to the institution then calls for and at any rate implies in advance taking sides in this field. Account being taken, effectively taken, of the effective field, taking a position, taking a side. Das heißt, wenn ich mich hinstelle und lehre, heißt das immer, dass ich Position beziehe, auch wenn ich das gar nicht merke. Dass ich Position beziehe, dass ich irgendwas in Rechnung stellen muss, dass ich mich in einem Feld befinde, was immer schon umkämpft ist, auch wenn mir das gar nicht so vorkommt, also wo ganz viel Bewegung ist. Das ist gesprochen in einer Analyse, also es gehört zu einer Analyse gerade auch des französischen Systems, wo die Bewegung immer sehr vernachlässigt wird. Und ich glaube, das muss man dann auch noch dazu sagen. Aber ich denke, das gilt ganz, ganz grundsätzlich. There is no neutral or natural place in teaching. Und deswegen kommt er dann wieder zurück. Here, for example, Entschuldigung, Tippfehler, is not an indifferent place. Also wir sollen auf der Rechnung haben, dass wir lehren immer in einem bewegten Raum von Kräfteverhältnissen, wo Dinge passieren. Immer wenn ich mich entscheide, dies oder jenes in der Lehre zu tun, entscheide ich mich gegen was anderes. Und da sollen wir uns immer dazu verhalten und dem immer Rechenschaft ablegen und in dieser Bewegung nicht stecken bleiben, nicht stehen bleiben. Das ist für mich die Botschaft und deswegen mag ich diesen Text so. Was das für die philosophische Lehre bedeutet, werde ich übrigens dann am 8. Mai, glaube ich, in 10 Minuten Philosophie noch versuchen weiterzudenken. Für heute als Schluss. Hier die 10 Minuten Soziologie sollen sich ja dem jeweiligen Gegenstand der Reihe, also Bewegung, aus begrifflich unterschiedlichen Perspektiven annähern. Das habe ich versucht mit der theoretischen Perspektive der Dekonstruktion. Und ich habe versucht, das gewonnene Verständnis auf einen konkreten Fall anzuwenden, nämlich universitäre Lehrveranstaltungen. Also ich denke, Derridas philosophischer Blick ist insofern auch ein soziologischer Blick, indem er für das auch anders möglich sein sozialer Tatsachen sensibilisiert, dass er nämlich gerade hier sagt, soziale Tatsachen wie der Kontext, in dem wir lehren, könnte auch ganz anders sein und ich muss immer die Verantwortung dafür übernehmen, was wir hier veranstalten. Dankeschön.